بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir haben jetzt die vier Regeln von أحكام النون، von der Nun-Regel gelernt. Hier in dieser Folge möchte ich gerne alle nochmal wiederholen. Und zwar hatten wir als erstes Al-Izhar. Al-Izhar, wo wir gesagt haben, dass wir den Nun deutlich aussprechen müssen und dann eben den kommenden oder wegen dem kommenden Buchstaben. Die Izhar-Buchstaben sind sechs. Hamza, Ha, Ha, Kha, Ein, Rein. Und damit wir die auswendig lernen können, wie eine Telefonnummer, die wir dann immer so in drei Ziffern zum Beispiel auswendig lernen, lernen wir die auch 2-2. Hamza, Ha. Und dann H mit Punkt Cha. Ein mit Punkt Rein. Und wir merken uns, dass es sechs Buchstaben sind. Weil mit dieser können wir auch eine andere Eselsbrücke machen. Die zweite Regel war Idram bi Runna. Oder Idram ma'a Runna. Beides geht. Idram bedeutet sowas wie kombinieren, zusammen machen. Mit Runna, diese Runna ist diese. Dieser Ton, diese Melodie, die aus der Nase rauskommt. Weil wenn wir diese Regel aussprechen, da ist der Nun weg. Aber eine Sache von dem Nun ist geblieben, und zwar, dass die Luft von der Nase rauskommt. Bei den zwei Buchstaben, Nun und Mim, kommt die Luft aus der Nase raus. Bei den anderen sollte es nicht kommen. Und wenn es kommt, ist es ein Fehler. Und diese Buchstaben sind vier. Yu Min. Also wir haben das in einem Wort gelernt, und zwar Yumin. Wenn wir dann das Wort Yumin auswendig gelernt haben, wissen wir, okay, ja, wow, mim, nun. Wir können es auch anders machen, indem wir sagen, ja, wow gehört zu den zwei oder gehört zu den drei Buchstaben, die wir als Verlängerung benutzen. Weil wenn wir ja sagen, verlängern wir mit Elif. Also wenn wir ein Fetha haben, einen Strich oben, dann verlängern wir mit Elif. Wenn wir einen Kessra haben, dann verlängern wir mit Ya. Ji-a. Wenn wir aber ein Dhamma haben, ein U, dann verlängern wir mit Waw. Also der Fetha, zu dem passt der Elif. Der Kessra, zu dem passt der Ya. Und Dhamma, zu dem passt Waw. Und dann haben wir eben diese zwei. In diesem Idram Birunna. Und zwar Ya, Waw. Und dann eben Mim. Und was eben ähnlich ist, Nun. Ja, wow, Mim nun. Und wir merken hier, das sind vier. Davor hatten wir sechs. Jetzt zwei minus vier. Die dritte Regel war Idram bila runna. Also aus der Luft kommt kein Ton mehr, weil wir die Buchstaben haben, die jetzt Idram gemacht werden, also die doppelt jetzt gemacht werden, und der Nun geht weg. Und zu denen gehören zwei. Lam und Ra. Und hier haben wir wieder gesehen, 6, 4, 2. Und dann haben wir Iqlab. Iqlab ist dann der Ba. Das, wenn ein Nun Sakin kommt und dann ein Ba, dann lesen wir den nicht mehr Nun, sondern Mim. Also ist ein Nun, wird dann Mim. Und dann haben wir Ikhfa, alle restlichen Buchstaben. Und hier sind wir dann inshallah mit der Folge fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.